Die Verzweiflung der Menschen am Flughafen in Kabul zerreißt einem das Herz. Und ihr Schicksal erschüttert das Selbstverständnis des Westens, unser Selbstverständnis. In wenigen Tagen ist zusammengebrochen, was wir im Bündnis über zwei Jahrzehnte mit aufgebaut haben. Es ist eine Tragödie für die Afghanen, die nun um ihr Leben fürchten, unter ihnen die Frauen und Mädchen, die lernen durften, selbstbestimmt und selbstbewusst zu leben. Und wenn wir in diesen Tagen an die Deutschen denken, die im Einsatz für und in Afghanistan ihr Leben verloren haben, sollten wir nicht vergessen, in den 20 Jahren wurde auch die Saat der Freiheit gesät. Und daraus erwächst eine moralische Verpflichtung. Wir dürfen die Menschen nicht im Stich lassen.